Hallo, meine lieben Freunde der Grob- und der Feinmotorik, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der beliebten Erfolgsserie Let's Play Fallout 4 und zwar Episode 87 Nuka World, zweiter Teil. Also, wir sind im Zusatz DLC Level namens Nuka World. Und zwar, wie gesagt, im zweiten Teil. Also wir haben uns hier schon vorgearbeitet. Und hier ist mein schickes Svetlana mit noch einem Kollegen hier, der Roboter. Und da quatscht einer drunter. Und die liebe Ada ist auch dabei. Und das machen wir noch schnell auf, das Ding hier. Gerade zum Spaß. Gerade zum Spaßili. Cool. Klebeband, Krummhaken, Schraubenschlüssel. Gut. Krummhaken. Wahnsinn. Da komme ich nicht drauf, gell? Wie weit springen? Also ja. Gut. Na, so. Sonst ist dann. Da ist auch was. Kronkorken, Wahnsinn. Da ist nichts. Ja, gut. Und ich schätze, jetzt kommt wieder mal ein kleines Kämpfchen. Also gehen wir da einfach. Och! Oh! Och! Kronkorken. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Kleiber. Ja. Betritt die Umkleide. Benutze die Sprechanlage. Erkennung. Ich weiß, dass du noch da bist. Ja. Ich muss alles einsammeln hier. Wahnsinn. Machen wir's oder nicht? Neguan. Wahnsinn. Boah. Verschwende keine Zeit. Umhacken. Wahnsinn. Es ist irgendwie. Wie gesagt, Willst du unbedingt sterben, oder was? Ja. Alles untersuchen muss. Müssen. Kommt. Willst du unbedingt sterben, oder was? Ja. Durst. Perfekt. Durstlösch. Oh! Ha! Was ist das für ein Ding? Jetzt sag nicht, dass das die schärfste Waffe aller Zeiten ist, oder wie? Wasser? Na, Feuerrotte? Niemand. Hey. Ich weiß, dass du noch da bist. Sieht so harmlos aus. Oh, Atombombe. Na, die brauchen wir jetzt gleich, oder? Garantiert. Willst du unbedingt sterben, oder was? Ja, Mensch. Nerv mich nicht. Hey, ich weiß, dass du noch da bist. Oh. Minigun, nehmen wir. Machen wir es oder nicht? Ja. Plasma, Käse. Wahnsinn. Nuka, Cherry, alles her. Entschuldigung. Farbdose, na, ui. Schallgedämpft, mächtig. Käsekuchen, Spind. Wahnsinn. Schädel. Hey, ich weiß, dass du noch da bist. Was ist da drin? Toilette. Huch, da geht's auch rein. Hey, ich weiß, dass du noch da bist. Da ist doch wieder schlafen. Strohkissen. Hey, ich weiß, dass du noch das ist da hier bist. Schickes. Nichts. Nichts mit Soße. Machen wir es oder nicht? Ja. Schalten wir eben noch den Strom aus. Und willst sonst. Sterben, Werkzeugkoffer. Da, aber da ist wieder was. Bestimmt wieder was. Völlig Unwichtiges drin. Klebeband. Superkleber. Wusste ich's doch schon her. Wahnsinn. Willst du unbedingt sterben, oder ja, was? Die Tür war zu, gell? Da geht nichts. Hey, ich weiß, dass du noch da bist. Da ist aber nicht noch was drin da oder so, nee. Naja, gut, dann. Machen wir's oder nicht? Ja, Mensch.
Da kommen wir auch nicht. Gut, dann müssen. Ach, Sprechanlage. Wo ist denn da die Käse? Sprechanlage. Verschwende keine Zeit. Nee, warte mal. Wo ist denn die? Hey, ich weiß, dass du noch da bist. Ja. Ich muss die Drecks. Entschuldige. Verschwende Ach, da. Keine Zeit. Sprechanlage. Sprich da. Ich bin derjenige, der dich da jetzt. Lebend rausholt. Also hör Huch. Gut zu. Ich höre zu. Gut, ich höre zu. Braves Mädchen. Die Svetlana. Ja. Sieh mal, du hast es so weit geschafft. Du bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Ja. Kapiert? Ja. Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Huch. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Huch. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Ja. Von einem Raider hätte ich nichts anderes erwartet. Du kennst uns wohl gut. Mhm. Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Ja. Hol sie dir. Ach, der Durstkäse. Durstlöscher, den habe ich. Eine kleine rote Pistole mit dem Namen Durstlöscher? Genau. Mhm. Fertig. Diese Waffe ist ein Spielzeug. Diese Wasserpistole? Ist doch ein Spielzeug. Hey, oh. Dieses Huch. Spielzeug wird diesen Kampf für uns gewinnen. Aha. Ja, ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Verstand verloren. Das funktioniert. Das wird nicht klappen. Das ist eine Spielzeugknarre. Vertrau mir, es wird. Ein so großes Arschloch bin ich nicht. Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Ah. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Ihr bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Na gut. Bist du sicher? Bist du dir da sicher? Absolut. Halt dich bereit, ihn kalt zu machen, wenn er verwundbar ist. So gut wie erledigt. Ist so gut wie erledigt. Genau das wollte ich. Also, fertig, oder? Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die da, oder? Oh, jetzt pass auf. Cola-Cars. Also, jetzt muss ich die... Mann, wie geht das jetzt wieder? Die, Durstlöscher. Inventar, Waffen... Dezemberkind. Durstlöscher. Dezemberkind, was ist denn das? Durst. Ab. Rechter Bumper. Favo. Dings da. Auf. Hier. Schlagstock, oder? Na gut. Annehmen. Fertig. Und jetzt? Ach, da ist. Da ist er doch. Durstlösch. Hoch. Und jetzt muss ich rein und den löschen. Seid ihr bereit? Für das Gemetzel? Exit. Schnell noch alles mitnehmen. Oh, warte, Mann. Der ist ja jetzt schon irgendwie. Ja, und nu? Warte. Ja, aufmachen. Ja, ja. Und jetzt? Oh weia. Scheiße. Mann. Soll ich den nicht so umhauen? Und jetzt?
Hä? Komm, den habe ich jetzt so um. Schau hin. Hä? Komm, ah, was soll denn das wieder? Den hätte ich auch so umhauen können, oder wie? Boah, schau her. Schick, der hat irgendwas dabei. Patrone, Kampfgewehr, Dunkel. Power Tor. Dot, dot, dot. Fügt Gegnern in der Nähe Energieschaden. Na, hallo. Passwort, Schlüssel, alles drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Boah, und das? Bist du dir sicher, Gage? Boah, schau her. Wahnsinn. Huch, da sind überall Leute. Entschuldige, jetzt müssen wir uns das hier noch ein bisschen anschauen. Schau her. Boah. Wahnsinn. Sie wird Respekt bekommen, wenn sie sich ihn verdient hat. Wahnsinn. Toll. Schicke Sache. Dark. Oh. Und jetzt da rein, oder? Oder auch nicht? Das habe ich gesagt. Lief alles wie geschmiert. Aha. Dank dir. Kein schlechter Plan. Und siehe da, er hat funktioniert. Okay. Ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Und genau. Dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Oh, weh, weh. Colter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Overboss. Und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. So. Sagen wir einfach, du hast meine Aufmerksamkeit. Die Svetlana. Hör zu, denn ich muss dir einiges erklären. Oh nee. Der Welt wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Colter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen. Und die Banden daran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Klingt spaßig. Spaß. Ich nehme immer ich auch. Dabei. So ist's richtig. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Aha. Boah, schau her, schick, ganz schick, schau her. So farblich, also sehr schön. So Disco, Disco-mäßig so ein bisschen. Eine Autoscooter-Disco. Begonnen, sprich mit Gage. Boah, schau her. Boah, muss ich das jetzt nochmal benutzen? Errungenschaft freigeschaltet, hoch. Na, das lassen wir jetzt. Ach, Sicherheitstürsteuerung. Die müssen wir noch aufmachen, oder? Sicherheitstürsteuerung. Wahnsinn. Bla. Toll. You must be this tall to ride. Achso, ja, ja. Gut, ich bin groß genug. Sonst ist da jetzt nicht, dass da wieder irgendwas drin liegt oder so. Wow, und jetzt müssen wir einfach heiter weiter, oder? Ich drücke wieder mal. Daten. Sprich mit Gage. Ah, das müssen wir erst anhaken. Was war das? War ein alter Käse. Karte. Oh ne, was ist das? Powerrüstung?
Da ist eine Power-Rüstung. Witzig. Und wieso? Hm? Hm. 23 Meter? Muss ich nochmal mit dem quatschen? Da drin irgendwo. Ah, warte. Och, muss ich da rauffahren dann, oder? Warte. Schauen wir erst noch, oder ist der da drin? Aha. Müssen wir uns hier nochmal alles anschauen. Wahnsinn, schau her. Oh, warte. Da ist noch so ein Löscher. Wahnsinn, was da immer alles. Oh, Karte. Ui, schau her. Schick. Das ist jetzt die Karte von hier. Boah. Wahnsinn. Naja, den nehmen wir. Da, ui. Was ist das? Souvenir-Teddybär. Wahnsinn. Oh, oh, schau her. Wahnsinn. Toll. Also, super gemacht. Da ist wieder Zeug drin. Wahnsinn, schon her. Boah, schicke Autos. Cooler Cars. Oh, Wahnsinn. Mann, ja, jetzt kann ich wieder 3 Jahre Hundenapf. Wahnsinn. Kühlerlupen, der Inspektor-Outfit. Mann, kann ich wieder. Au, alles nehmen hier. Ah, da ist. Au, das ist auch irgendwas. Parkkarte. Ach, die hat man schon, oder? Da haben wir 2. Wahnsinn. Mann, da kann ich wieder benutzen. Da kann ich da wieder machen. Au, ja, komm. Käse. Und das Ding, da kann man wieder klingeln, oder? Warte. Ne, hier. Kling, kling, kling. Das will ich haben. Das will ich mitnehmen. Da ist wieder die Karte. Nehmen. Oh weia. Wo geht's denn jetzt? Ach, warte, ich muss erst mit dem quatschen, oder? Und der ist wahrscheinlich oben, oder? Mann, das Spiel kann einen. Jetzt fahren wir da rauf, oder? Der ist oben. Da ist er. Nee. Wo ist er denn? Der verbrannte Buch. Silberne Taschen. Oh, Wahnsinn. Wo ist er denn? Der. Oh. Unternehmensübungsgruppe. Peng. Der hockt da hinten irgendwo. Jetzt warte. Wo hockt er denn? Ah, nee. Huch. Schau her. Mann. Oh, schauen wir nochmal das an. Boah. Schick. Jetzt muss ich den Idioten finden. Oh. Huch. Wo ist er denn da? Mann. Der hockt da hinten. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Wahnsinn. Aber da war, sag jetzt nicht, dass da noch irgendwas Wichtiges war. Der hockt da hinten. Da war nichts mehr, gell, oder? Da noch. Wow. Zeug ohne Ende immer hier, das ist Wahnsinn. Komm, gut, jetzt gehen wir da raus. Wahnsinn, boah. Ja, kann ein bisschen dauern. Da ist einer. Ah, da. Das ist wieder der Lustige. Jetzt Cola Cars Arena. Huch, dabei. Huch. Au. Sind die jetzt alle böse? Nee.
Holla. Ich muss mit dem erst quatschen. Mann. Oh nee, jetzt kann ich 3 Jahre. Kann ich 3 Jahre. Wahnsinn, da kann ich da jetzt wieder alles untersuchen. Oh Mann. Oh nee. Oh mein ja. Oh. Warte, der ist ganz schön weit weg, der Junge. Mann. Tür öffnen. Oh, warte. Oh, nee. Ach komm, jetzt, da könnte ich, Gott, oh Gott, da kann ich jetzt 3 Jahre alles absuchen hier. Mann. Mann, 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 Mann. Entdeckt, oi. Huch. Alter. Oh, da sind jetzt wieder 10.000 Nebenaufgaben, oder? Aber ich muss jetzt erstmal. Holla. Muss jetzt. Oh, was ist da los? Vielleicht etwas Verborgenes oder. Huch. Oi, oi, schau mal die an. Sierra Petrovita, die kenne ich. Also, kenne ich die? Wie alle anderen auch. Boah. Hunderte von Kilometern gereist, um auf dem Markt zu shoppen. Holla. Jünger Veteran. Sorgenhaft. Boah. Boah. Sprich. Was? Sprich mit Sierra? Ich hätte gedacht, ich muss zuerst. Ach komm. Ah, ich drücke immer 1000. Sprich mit. Ich muss zuerst mit dem sprechen. Warum muss ich mit der auch noch quatschen? Sprich mit Sierra Petrovita. Dann quatsche ich mit der auch noch schnell. Jetzt warte. Jünger Veteran. Sonst haut man die wieder ab. Die da. Nur Coward. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Aha. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Ja. Schätze, es ist ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall. Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört. Ah, das war in Fallout 3 auch. Nie davon gehört. Nein, nie davon gehört. Nun, es ist auch weit weg von hier. Ist also kein Wunder. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Ich kann helfen. Ich könnte dir helfen, wenn du möchtest. Oh, nein, danke. Das muss geheim bleiben. Das ist mir äußerst wichtig. Und ich kenne dich noch nicht so gut. Aha. Na gut, lassen wir das jetzt mal. Okay. Jetzt gehe ich mal zu dem anderen Heini da. Nicht, dass wir hier noch durcheinander. Sonst kommen wir noch durcheinander. Jetzt muss ich da. Huch. Holla. Da. Nie verstanden, was Cole da mit 3 Banden in Nuka-World wollte. Er hatte doch uns. Jetzt muss ich da rein. Da, wo? Ah, da muss ich Knopf drücken oder wie? Muss ich da rauf oder wie? Huch! Und jetzt? Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Knopf drücken. Und jetzt? Hä? Ja, ich hätte aber drin sein müssen, oder wie? Es ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht. Kommt so das Ding wieder runter? Ja, ich war doch aber schon drauf. Jetzt muss ich den Knopf drücken. Jetzt aber. Jetzt funktioniert's. Hä? Und jetzt? Fitztop. Ach, mit der. Oh nee. Wahnsinn. Schicke Bude, schau her. Jetzt muss ich mit dem quatschen. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Ah. Hoffentlich magst du das Design. Aha. Boulder hatte einen schrägen Geschmack. Aha. Aber die Aussicht.
Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Das dachte ich mir. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Der mal sauber macht. Das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Ich verstehe. Ja, doch, Gage. Gut. Gage. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir über das große Ganze. Nukaworld. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nukatown ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ins Bein gepisst. Es war, ist unschön. Ich kann das regeln, oder? Das kann ich regeln. Na also. Das bekomme ich hin. Ja? Das kriege ich das geregelt. Das hoffe ich wirklich. Ich habe schon von dir gehört. Du führst die Minutemen an, oder? Keine Ahnung, warum du deine Zeit mit diesen Typen von vorgestern vergeudest. Ich bin kein Genie, aber wenn du mich fragst, hat die Geschichte schon gezeigt, dass das, wonach sie suchen, nicht funktioniert. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hau, hast du einen Tipp? Oh weh, oh weh. Na, das nehme ich jetzt mal, oder? Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Das muss ich mir jetzt alles merken, oder wie? Brauchst du nicht. Mich mag jeder. Keine Sorge. Mich mag jeder. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ja. Eigentlich bist du schon der neue Oberboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Hilf dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Legen wir los. Dann machen wir das. Gut. Genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du die Richtige für den Job bist. Na, bin ich aber, bin hallo. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Bist du mal der Oberboss. Mach bloß keinen Scheiß. Na gut. Abgeschlossen. Trifft den Bar. Jetzt muss ich die alle. Leere Zylinder, was ich mit rein muss. Naja, das brauche ich. Wahnsinn. Oh nee. Schauen wir uns schnell noch das Ding hier an. Wahnsinn. Boah. Voll schick. Boah. Gut, schauen wir schnell noch ein bisschen an hier. Und da ist, da sind 10.000 wichtige Sachen wahrscheinlich. Oh, jetzt muss ich da raus. Brauchst du was, Boss? Ja. Boah, alles da. Bett, Stuhlkissen, Kronkorken, Wahnsinn, Stangezigaretten. Alles da, Wahnsinn. Bürotür, was? Schließen? Nee, war da nicht noch. Ja, mach mal zu. Was ist. Achso. Wecker, Fusionskern. War da nicht? Nee. Ich schütze und liebe. Was? Der ist immer noch da. Der ist. Safe. Sollen wir den mal aufsperren? Da ist bestimmt irgendwas. Eine schicke Haarbürste, das weiß ich. Das kann ich riechen. Die brauche ich. Patrone, Blutvergiftung.
Kleinen Schlüssel? Hm. Aha, gut. Koffer. Koffer. Hm. Gut, jetzt muss ich die Heinis alle treffen. Machen sie den Park. Ach, das Park. Achso, ja, die haben wir ja. Boah, die schicke Lampe. Die kenne ich aus dem Baummodus. Ja, jetzt müssen wir da raus, oder? Mann, Jetzt müssen wir mit den drei Bandenbossen sprechen. Schau dir das an, wie schick. Hä? Wie schick. Warte, jetzt muss ich mal schauen, was ist jetzt mein Begehr? Triff. Die drei Käse-Heinis. Wahnsinns, schau her, Wahnsinns-Ding hier. Da ist irgendwie. Boah, da kennt sich wieder keine Sau aus hier. Gut, Aufzug. Achso, jetzt müssen wir erst wieder raus hier, oder? Mann. Die alle, Mann, jetzt wird es gleich voll hier. Jetzt müssen wir erst wieder raus aus dem Haus. Oh, die schicke Musik. Au, weia. Und so, out of order. Wahnsinn. Das ist garantiert wieder alles wichtige Ticketbündel. Wahnsinn, die Breite brauche ich aber, oder? Da garantiert, damit ich da irgendwo weiterkomme. Giretten, Kokokken. Sonst ist da nix hier. Wo ist das schon wieder? Luca Victory. Mann. Das ist garantiert noch irgendwas Wichtiges drin. Oder auch nicht. Gut. Ach, das sind die blöden Parkplatzdinger da. Ja, das nutzen wir irgendwie auch. Wahnsinn. Nukabe. Achso, jetzt sind wir wieder draußen. Achso, und das ist jetzt meine. Ach, da. Das ist jetzt meine Baseline. Fitztop Grille. Und ich muss, jetzt habe ich Badehose gelesen, trifft die Badehose der Jünger. Oh weh. Trifft die Badehose da drüben. Irgendwo da drüben. Das ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ah, ich hab's nicht so mit anderen. Frostschutzmittel, boah. Pass auf dich auf, Boss. Huch. Wir haben dich im Auge. Wobei ja. Na gut, müssen wir da mal rein, oder? Jetzt muss ich die alle drei unterwerfen, irgendwie. Oder wie? Oder auslöschen. Bestimmt muss ich. Wir sollten hier das Sagen haben. Das sind jetzt die, was muss ich bei denen machen? Das sind die, Nisha. Nisha. Der muss ich reden. Beschäftigt. Solange sie mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also ihr beiden, verschwindet. Aha. Dafür, dass die anderen es mitkriegen. Der neue Du willst bestimmt mit Nisha sprechen. Sie hat was sagen. Aha. Ist bestimmt nichts Großes. Gut. Willst du reden? Ja, ja. Dann red mit Nisha. Ja, will ich ja. Nisha, Mann. Hallo. So. Nischen, Also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Doch. Ich bin der Overboss. Haha. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war ich noch Overboss. Ja, ja, ja. Du hast die Feuerprobe überlebt. Du hast Kota getötet. Natürlich mit Gages Hilfe. Also klar. Du die sieht ja gar nichts. Aber der Titel bedeutet schon lange nichts mehr. Wenn Gage meint, dass sich das über Nacht ändert, die, schau mal.
Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollen. Ich kann doch gar nicht Wenn sehen. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Einen schicken Lippenstift. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Gut. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Ah. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Die Welt braucht Regeln, oder? Die Welt braucht Regeln. Sonst wird sie sich nie erholen. Regeln sind gefährlich. Oh, weil die Leute verlassen sich irgendwann auf sie. Sie wiegen dich in Sicherheit. Aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, bist du tot. Coulter dachte, er sei wegen einer dort 30 Jahre. Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war. Obwohl, eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Kindergeburtstag. Beeindruckend. Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt noch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Sonnenschein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie. Kindergeburtstag, was kommt? Und Beeindruckung, was kommt bei dir? Ich war doch recht beeindruckt. Ja. Schön zu sehen, dass der neue Boss zumindest Geschmack hat. Jetzt muss ich. Vielleicht lasse ich dich ja doch am Leben. Ah, gut. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Ja, ja. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Quatsch dich aus. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Oh, weh, weh. Stellst du mich in Frage? Ehrliche Dinge auf meine Art? Kommt aber. Ich bin der die Beste. Ja. Einen besseren werdet ihr nicht finden. Mhm. Möchtest du dein Leben darauf wetten? Ja, hallo. Wir wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Mhm. Wir schreiten auch zur Tat. Ja, ja. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen, wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, lege ich dich um. Komm zur Sache. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, ja, helfen wir dir. Gut, du mach. Das Leben und alle gewinnen. Gut. Okay, Drohnen, nee. Ja, was ihr wollt. Arbeitet für mich. Dann bekommt ihr, was ihr wollt. Gut. Entweder bist du schlau oder du magst dein Leben. Wie dem auch sei, genau das wollte ich hören. Aha. Also, wenn du dich wirklich gut mit mir stellen willst, hier gibt es immer was zu tun. Also, aha, wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Gut. Abgeschlossen. Trifft die Badehose. Gut. Na, schau her. Haben wir doch eins weg. Dann müssen wir jetzt wieder raus, oder? Und mit dem nächsten quatschen. Mann, das Spiel ist toll. Ja. Weil man nie weiß, oh, jetzt wird's Tag. Weil man nie weiß, was da für ein Käse rauskommt. Jetzt muss ich dahin. Boah. Gut. Aha. Da ist auch nicht, jetzt habe ich wieder, nee, zwei Türen, gehen wir mal zu der näheren. Ui, holla, schicke Sache. Ach, da ist wieder die andere Svetlana. Ah, gehen wir mal zuerst zu der Tür. 10 Meter, 9, huch, nee, huch. Da. Oh, nee. Gut, gehen wir mal da rein. Also, William lassen mich Gäste normalerweise abtasten. Tolles Spiel. Ganz toll. Muss ich jetzt mit dem? Nee, warte. 15 Meter. Da rein. Boah, schau her. Ach, das sind die mit den schicken Frisuren. Und den schicken Hosen. Schau mal die Hose an. Ah, leck mich am Arm. Hat die eine schicke Hose an. Wahnsinn. Toll. Boah. Und sonst, Schatz, hier ist dann ein Heft, ein wichtiges? Nee. Gut.
Der auch, der, die, das auch nicht. Oh, schicke Hosen, schau her. Badehose, die einen heißen Badehose und die anderen haben die schicken. Nein, so hat im Moment, kennen sie wieder keine Sau. Ach, ui, da ist was. Gut, Mann, Wahnsinn, schau her. Ganz toll, Wahnsinn, schau her. Boah, und so schicke Skibrillen. Mann, boah, holla. Da liegt da was. Munition, oh weh. Na, jetzt müssen wir mit der Olla. Die hat Olla, die schaut aus. Hallo. Mit hey. Der quatschen. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Colter erledigt hast. Ja. Ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Hier, ein Clown. Na, hallo. Der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist deine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was die er verdiente. Ist aber flott. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Bedauern, oder? Bedauern, schätze ich. Ich wollte ihn nicht töten. Das ging aber nur dir so. Oh, ja, das stimmt. Voll. Mit so einer Einstellung kommst du. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Holla. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Aha. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Na, die gefällt mir, bei der bleibe ich. Hahaha. Geld verdienen. Ach, die sind mehr auf Kohle aus, oder? Da muss ich jetzt Geld verdienen drücken, oder? Geld verdienen? Ganz genau. Ganz genau, schon, ja. Dieser Ort wurde gebaut, die. Um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Uh-huh. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Oh. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf der Bergspitze genossen. Mhm. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihr beschissenes Geld abzunehmen. Ich bin auf Geld aus, oder? Mein Ziel ist, mit diesem Ort Kohle. So viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ja. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Boah. Du bist im Parla immer willkommen. Das musst du. Wie zu Hause. Du musst und mal. Wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, rede einfach mit mir. Aha. Wir warten so lange darauf, bis dieser Ort wieder für das genutzt wird, für das es... Das Muster von der Jacke, das ist ganz ein berühmtes Tweet-Muster, glaube ich, heißt es, oder? Abgeschossen? Boah, Wahnsinn. Das ist aber auch so 1960, 50, 60, 70. Toll. Wahnsinn. Oh weh, nicht, dass ich jetzt wieder aussehe. Oh, da haben wir auch schon wieder... Oh, oh. Da, ach, da ist die. Und jetzt, das war's ja irgendwie. Man kann viel aus diesem Ort machen. Man muss es nur wollen. Ja, genau. Ja, bla. Und jetzt muss ich, ich mache immer die falschen, ich drücke immer das Falsche. Jetzt muss ich, also das ist jetzt hier die Max im Parla. Ja, die schaut flott aus. Aber jetzt muss ich noch mit denen da quatschen, oder? Die trifft die Badehose des Rudels. Das Rudel führt sich auf wie tollwütige Tiere. Aha. Sollte auch so behandelt werden. Aha, na gut. Jetzt müssen wir wieder raus aus dem Haus. Overboss, machst du wieder Ärger? Ja, ja. Gut. Schickes Spiel. Toll. Rudel und Jena. Alles jetzt müssen wir die noch treffen, oder? Oh, naja. Oh, ganz toll. Sonnenaufgang. Jetzt muss ich... Also, wer war das? Keine Ahnung. Eine überlebt die Feuerprobe? Mach den Boss ein. Ganz so, holla, schau her. Wahnsinn, Sonnenaufgang. Na gut, jetzt müssen wir da... Aha, da noch rein. Nukata, oi. Oh, der... Oh. Aha. Na gut. Jetzt gehen wir da rein, oder? Hoppla. Aha, oh weh, weh. Ah, ja, gut. Machen wir das noch schnell und dann können wir wieder aufhören. Ja, muss ich mich jetzt dafür eine entscheiden, eine Bande oder wie? Blick wert.
Oh weia, die sind nicht so vertrauenserweckend. Huch. Oh weia, die haben da... Die sind nicht ganz so vertrauenserweckend irgendwie. Huch. Holla. Da ist aber was los hier. Holla. Schau her. Oh, oh, oh. Sagenhaft. Boah. Wahnsinn. Sind das Puppen oder Leute? Oh nee. Oh nee. Wahnsinn. Na gut. Das, die sind ja sehr komisch, die Leute hier. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Dann müssen wir mal. Boah, schau her, das schaut schick aus hier. Holla. Hier so eine. Huch, da ist ein Hundi. Oh meia. Und die da, die machen wir einen auf. Gut, jetzt ist er. Oh. Gut, jetzt reden wir. Oh, entschuldige, jetzt habe ich aus Versehen schon was gedrückt. Okay. Was muss ich jetzt bei denen machen? Boah, der schaut aus. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Aha. Auch bleiben. Aha. Wenn du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Boah. Licht hier, um Freunde zu finden. Deine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel tut, was ich sage. Solange du mir nicht dumm kommst, passiert nichts. Muss ich mich jetzt da für eine entscheiden, oder wir? Zusammen? Arbeiten wir zusammen, Mason. Ich will dir nicht den Posten streitig machen. Wenn das stimmt, haben wir vielleicht wirklich keine Probleme. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre... Ich kenne mich nicht mehr aus. Du jetzt der Boss bist, dann bist du es. Aber... Gut. Du willst kein Anführer sein? Ich habe Pläne. Ich habe Pläne, oder? Ich habe Pläne für diesen Ort. Du wirst schon sehen. Vielleicht kannst du ja wirklich was. Aber wir dachten auch, dass Coulter etwas kann. Jetzt liegt er in seinem eigenen Blut. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Boss, dem hat keiner widersprochen. Zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Auskosten, was wir erreicht haben. Aha. was willst du? Könnte schlimmer sein. Die Dinge könnten schlimmer sein. Glaub mir. Also ich habe keine Ahnung, das hab ich gesehen. Was ich jetzt machen muss. Klar, das hier ist oder? Besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Muss ich mich jetzt da... Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten. Für eine Gruppe entscheiden, oder wie? Aber Gage hat das geändert. Er hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Rot. Oh, weh, weh. Ich verschwöre dich nicht gegen mich. Ich werde ein guter... Verschwöre dich nicht gegen mich. Das klingt gut, oder? Nehme ich das mal. Ich bin nicht Coulter. Also sollte es das bei mir besser nicht geben. Ja, sicher, Boss. Kapiere ich. Wirklich. Kann man dir wirklich eine Chance geben. Ehrlich. Kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Du sprichst auch mit anderen Banden. Ja. Gleich behandeln. Ihr kriegt einen Anteil. Andere Banden? Was ist andere Banden? Was hat das Rudel, was die anderen Banden nicht haben? Wir sind die gerissensten Hundesöhne unter der Sonne. Zu allen bereit und loyal. Ich will aber lieber zu der schicken. Schneiden wir die Kehle durch, mit der Tweetjacke. Oder? Wer zum Teufel weiß, was diese irren Schlampen wollen? Ja, genau. Stimmt was nicht. Und man kann keinem trauen, der einem nicht sein Gesicht zeigen will. Aha. Gleich behandeln, nur. Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Na, gut. Irgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich groß. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das Naturgesetz. Naja. Meine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Gut. Reue ist keine Einbahnstraße. Gut. Aha, abgeschlossen. Kehre zu Gage zurück. Gut. Kehre zu Gage zurück. Dann mach mal. Holla. Mach mal. Oh, jetzt sieht man das. Sieht man das auch mal hier. Kehre zu Gage zurück.
Hoffentlich schieße ich nicht wieder auf einen. Warte, jetzt speichern wir mal schnell. Nicht, dass ich wieder eine falsche Taste drücke und dann schieße ich wieder einen. Speichern. Neuer Spielstand. Speichert. Gut. Das ist mir schon mal passiert. Bei der, wie hieß denn die? Die von den, ach Gott, die Flotte Desdemona, glaube ich, hieß sie. Da habe ich aus Versehen geschossen. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Dann wollten die mich alle erschießen dann. Na gut, jetzt machen wir mal wieder ein Päuschen, oder? Weil ich sowieso nicht mehr durchblick. Also wie immer. Und außerdem habe ich jetzt Hunger. Ja, huch, holla. Mann, die schauen aus. Nee, mit denen. Da, was ist für ein lustiges Gewehr. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das lustige Gewehr, schau, so Flower Power. Wahnsinn, der Kalaschnikow mit einem geringelten Magazin. Ja, das ist eine Frau. Bermuda-Hosen und eine Flower Power. Also die haben wir einen in der Waffel wahrscheinlich, oder? Gut. Ich muss jetzt zu dem Heini zurück, glaube ich, irgendwie. Boah. Wahnsinn, schau her. Toll. Ja, das kann man sich jetzt natürlich 30 Jahre anschauen. Das ist klar. Markt öffnen. Gut. Jetzt gehe ich aber zurück zu dem, oder? Weil es gerade am Plan ist, oder? Oh, weia, schau her. Boah. Das kann man sich jetzt 30 Jahre anschauen hier alles. The Parlor, das ist die Schicke, da zu der gehe ich nachher nochmal rein. Boah, schau her, Wahnsinn. Wahnsinn. Nuka Kai. Ja, da kann man sich jetzt alles. Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel. Kann man sich alles anschauen. Wahnsinn. Ach, da ist die. Hallo. Die Svetlova. Bis immer noch. Ah, das ist der Pizzagrill. Fitstop-Grill. Oh, schau her. Ah, jetzt sieht man das endlich mal. Ah, da ist der Swimmingpool. Schau her. Mit. Oder eine, da kann man mit dem Boot fahren. Aha. Boah, schau her, jetzt Wahnsinn. Ja, kann man sich das 30 Jahre anschauen hier. Wahnsinn, Popcorn. Da kann man Boot fahren. Schau her. Boah. Wahnsinn. Da fischt einer im Trüben. Unglaublich. Eine Zeitverschwendung. Wasser trinken? Nee, das macht man nicht. Wahnsinn. Ja, das brauchst du gar nicht fragen. Ja, das war klar. Da, schau, da ist noch so ein Ding hier. Komme ich da raus? Ja. Da ist hier so ein Eisdiele. Wahnsinn. Was ist... da ist... Wahnsinn. Ja, jetzt müssen wir zu... Oder? Warte, ach, ich drück wieder falsch. Müssen wir zu dem... Kehre zu Gage zurück, gell? Dann haben wir wieder eins in der Tasche. Boah, schau her. Wahnsinn. Kehre zu Gage zurück, dann muss ich da rein. Kehre zu Gage. Gut. Da muss ich wieder mit dem Lift drauf fahren. Wahnsinnstapeten. Das war tatsächlich früher mal so Usus. Solche Tapeten waren gebräuchlich. Tatsächlich. Gut, nicht bei jedem, aber das Tweet-Muster, das gab's wirklich. Also ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sogar noch so eine Hose. Und jetzt muss ich zu dem zurück. Da rein, oder? Bin ich ja. Sollen wir das noch machen oder machen wir das im nächsten Video, gell? Gut, jetzt bin ich da und jetzt speichern wir ab und das kann jetzt wieder 3 Stunden dauern, aber ich habe jetzt so einen Hunger. Jetzt muss ich. Und wir haben schon 1 Stunde gespielt. Gut, jetzt komme ich dann nicht mehr raus. Gut, meine lieben Freunde der Volksmusik. Der Oberboss kehrt zurück. Ja, genau. Jetzt schau hier bei diesem schicke. Oh, schau her, da hat man einen Überblick. Boah, Wahnsinn, schau her. Oh, was soll da? Oh Mann, da kann ich 3 Jahre spielen. Wahnsinn. Wahnsinn, schau her. Es ist ja wie heißt es? Disney World heißt es, oder? Also soll so ausschauen wie Disney World, oder? Boah, unglaublich, schau her. Ja, toll. Gut, meine lieben Freunde. Oh, die Ada. Die liebe Ada und ich.
also die liebe Ada, die liebe Svetlana und ich, der liebe Tom, wir verabschieden uns hier. Mensch, die Ada schaut fesch aus und die Svetlana ja auch. Hier an diesem schicken, nebligen Ausblick über Nuka World, was eigentlich Disney World sein soll. Und die Svetlana schaut sich das gut an mit ihrer Brille. Gut, wir verabschieden uns hier, bedanken uns recht herzlich bei dir fürs Zuschauen. Hat uns sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Und es würde uns freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und kannst du dich auch, wenn es dir gefallen hat, kannst du uns auch gerne weiterempfehlen. Okay, schnell speichern. War das jetzt F5? Warte, was ist schnell? Weiß ich nicht mehr. Mache ich nachher. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.